Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Outlast. Das letzte Mal wollten wir hier durch die Tür gehen und da habe ich gesagt, ratet doch einfach mal, was passieren könnte. Jetzt werdet ihr es herausfinden. Wir gucken, Nachtsichtgerät an, bis dann. Okay, das ist irgendwie nicht fair gewesen. Aber da war auf jeden Fall wer. Da war wer und der würde uns verfolgen. Das kennt man ja. Ach, die Nacke da ist. Halleluja. Oh. Ja. Die Nacke, das werden uns verfolgen. Gar kein Thema. Ist aber klar, da wo die sind, da müssen wir auch vorbei. Das ist schon mal klar wie Kloßbrühe. Meint ihr, wir schaffen diesen Vorsprung? Ja oder nein? Ich würde sagen, nö. Wie Kloßbrühe. Oh, shit, nein. Fuck. Nein. Meine Kamera. Du brauchst deinen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Scheiße. Das kriegen wir doch nicht hin. Kriegen wir das hin? Ja oder nein? Mist. Uns bleibt nichts anderes übrig, als den Camcorder zurückzuholen. Was sollen wir sonst auch machen? Wir sind verloren ohne diesen Camcorder. Mal ehrlich. Ich würde mir irgendwas nehmen und damit dann irgendwie eine Waffe bauen, um die anderen abzustechen oder sowas. Oh, nee. Nee, das geht doch nicht. Ohne Camcorder komme ich nicht weit. Nein. Okay, Camcorder suchen. Kaputte Toiletten. Ein dickes Loch. Joa. Jetzt müssen wir nur mal darauf achten, dass wir auch den Weg wiederfinden. Da lang oder da lang? Wir gehen da lang. Ja, leck mich doch am Sack. Da war auch noch gerade wer. Ich hab Angst. Ich kack mir in die Hose. Alter. Voll in die Hose gekackt. Alter, hab ich gerade Herzrasen. Boah. Oh nee, ey. Ich muss sagen, ich habe das Spiel
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich habe das Spiel einmal angeguckt. Ich habe es einmal durchgespielt. Jetzt spiele ich es zum zweiten Mal durch und kack mich trotzdem nochmal ein. Nee. Okay, hier so durch die Tür. Ich will ihn nehmen von dieser Seite aus. Natürlich geht's nicht. Wir müssen natürlich von dieser Seite rausnehmen. Wir haben Quader kaputt. Oh nein. Schnell, 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 schnell. Waters, waters. Fickt euch einfach. Ja, man, fickt euch. Oh, ich hab meinen Camcorder wieder. Ja, man, fickt euch. Ihr müsst gewinnen. Fickt euch! Was war das? Okay. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Camcorder ist jetzt kaputt. Was für eine Scheiße. Wir haben weggekrabbelt. Joa, ich würde mal sagen, wir versuchen mal wieder da hochzukommen. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Joa, können wir ja gerne versuchen. Zack. Over the blood. Ach ja, da sind wir durchgegangen, einmal irgendwie im Kreis herum, was auch immer. Jetzt sind wir hier. Halt. Bevor wir durch ein Loch wieder fliegen. Nein. Boah, ist das dein Ernst? Anlauf und runter. Jawohl. Also, falls ihr mal echt nur einen Weg nach draußen ist. Ja, gut. Also, falls ihr mal. Wo wissen Sie? Toll. Gut, falls ihr mal persönliche Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Mache ich. Beantworte ich. Vielleicht gerne, je nachdem, was für Fragen es sind. Nur schreibt sie mir in Kommentaren oder in Diskussions, wie ihr möchtet. Ein Ladebildschirm, das kann nichts Gutes heißen. Och, nicht der schon wieder. Ist das einfach verwurter Ernst? So weit war ich schon länger nicht mehr. Hören auf die Ketten, die er da mit sich trägt.
Ja! Guck mich an, du Bastard! Guck mich an! Du elender Spasti! Was für eine elende Missgeburt der ist! Nein! Nicht da lang! Obwohl, wo geht der denn lang? Ich weiß es nicht. Also bei so einem Fettsack hätte ich auch Rasenherzen. Herzrasen. Ja. Auf gut Glück komme ich in den nächsten Raum. Nein. Ich will nicht erwischt werden. Bitte, bitte, bitte. Geht er jetzt vorbei oder kommt er nochmal rein hier? Ich habe keine Ahnung. Wir warten einfach mal kurz. Mal gucken, was passiert. Okay, er ist irgendwo anders reingegangen, aber nicht wahrscheinlich gegenüber. Und ich muss sagen, da ich ein bisschen angetrunken bin, fällt mir das auch ein bisschen schwer, die Töne herauszufinden. Ich kann zwar noch erkennen, dass er weg und lang geht, aber oh. Oh, nö. Doch nicht links entlang, du Arsch. Geh doch nicht da lang. Obwohl, ich überlege hier gerade, wo das gerade nochmal war, wo man lang muss. Wir warten noch mal kurz. Hier ist Arschkarte, Sackgasse. Was war das? Kaputte Camcorder. Quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch, quietsch. Nimm den Spot. Quietsch, quietsch. Och, ernsthaft. Leute, ich hab gerade echt riesen Hunger. Nee, stattdessen spiele ich dieses Spiel. Ja, gerade war ich beim Schützenverein. Joa, hab 30 Schuss beim Kleinkaliber abgeschossen. 279 Ringe, das sagt man nicht Punkte, sondern Ringe. Du Wichser, nein! Fuck, 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 fuck. Alter, lass mich in Ruhe. Nein, Greg.
arschgefickte Missgeburt. Nein, was ist los hier? Boah, du Arschloch. Alter, kack ich mir in die Hose gerade. Boah, hab ich halt zerrissen. Da kann man nicht durch, auf jeden Fall. So ein Arsch. So ein Arsch. Aber wir gehen nochmal hier rein. Wir sehen jetzt leider nicht. So wie eben. Nein, wir verstecken uns hier. Wir bleiben versteckt. Alter. Ne, wo war ich eben stehen geblieben? Bei 200. Ja, man sagt nicht Ringe, sondern Punkte. Ach Quatsch. Man sagt Punkte. Hätte ich mal nicht so viel getrunken. Man sagt Ringe anstatt Punkte. So. Ich habe heute beim Kleinkaliber Gewehr 209. Ach nee. Geht doch scheiße. Schön Arschloch. Nein, komm nicht näher. Oh, ist das dein Ernst? Gut, wir sind tot. Ich weiß gerade nicht, wo lang. Also hätten wir durchrennen können. Nein. Ja. Auf ein neues, würde ich sagen. Na gut. Anstatt Punkte sagt man Ringe. Weil das ist wie bei einer Deutschschreibe. So ähnlich. Ein Ring ergibt einen Punkt, der zweite zwei, der dritte drei und ja, es geht halt bis zu 10. So ist es auch bei Luftgewehr, nur... Ja. Oh, das ist eigentlich fast gleich. Dann gibt es halt nur ein paar Ringe weniger. Kamera kaputt. Gut. Es macht mir unheimlichen Spaß und ich würde mir echt ein eigenes Gewehr kaufen, damit ich mir das nicht ständig aus dem Bauch selber einstellen. Dann könnte ich mir das selber einstellen und ja. Nur um mir dieses Ziel zu erreichen, müsste ich erstmal meine Schulden bezahlen. Einen Führerschein wiederholen. Jetzt kommt er schon wieder hier rein. Was ist bei dem los? Machst du dich weg, bitte? Geh! Hau ab! Lass mich in Ruhe!
Wenn ich wüsste, wo lang, dann wäre es kein Problem. Dann könnte ich ja durchlaufen. Bitte. Och nö, ernsthaft? Och nö. Wir verstecken uns einfach mal hier unten. Der sieht uns sowieso. Das weiß ich jetzt schon. Auf jeden Fall, ich würde echt gerne meine Schulden bezahlen und dann meinen Führerschein wiederholen. Doch dafür müsste ich MPU machen. Oder mal in der restlichen Zeit auch absitzen. Was heißt absitzen? Abwarten. Es werden. Joa. Ich kann das noch. 4,5, 5 Jahre. Bin mir nicht ganz sicher. Das dauert noch so ewig und ich bin in so einer kackverschissenen Firma. Ich muss sagen, lass die Firma so scheiße sein, wie sie ist. Die Suppe kommt drauf an, bei was für Sorten. Schmecken so viele Sorten echt gut. Zum Beispiel, was hätten wir da? Die berühmteste Suppe, was wir haben? Bihun-Suppe von Barterode, ehemalige Barterode Firma. Ach, ernsthaft. Alter. Ich wusste es. Durch. Wie soll man da abhauen? Och mein Ruhe. Ja, jetzt mal im Ernst. Wie soll man da abhauen? Das ist ja nicht wahr. Ich weiß nicht, wo lang. Geh mir nicht auf den Sack. Kann man es hier sehen? Warte. Okay, ich kann nicht da drauf. Aber sehen dürfte uns so trotzdem nicht, weil wir sind hier eigentlich völlig im Dunkeln. Aber wie gesagt, Bihun-Suppe. Das ist die berühmteste Suppe, die wir machen. Es schmeckt nicht schlecht, ist leider noch ein bisschen zu wenig Hühnerfleisch drin. Also wäre es echt ein bisschen. Holt euch noch ein bisschen Hühnerfleisch. Brutzelt es an. Macht es mit dazu. Vielleicht noch einen weiteren Tipp. Mischt es noch mit. Bisschen Sahne. Oh. Geh weg. Komm nicht näher. Geh weg. Bitte geh weg. Nein, nicht nach rechts. Och, dein Ernst. Was ist los? Ja. Guckt einfach auf Konserven in Laden wie Real, da werden diese Dosen von uns massenweise aufgetürmt wie Pyramiden eigentlich.
probiert's einfach mal, wenn es euch schmeckt. Ist okay. Kann nur empfehlen, macht euch noch ein bisschen Hühnerfleisch dazu. Wenn es euch nicht schmeckt, dann etwa noch Hotpot. Auch so gelbes Etikett. Schmeckt sogar noch besser meiner Meinung nach. Ist nur empfehlenswert. Also ihr müsst es natürlich nicht, das ist klar. Ich will euch das auch nicht ausschwatzen. Nur falls ihr so denken solltet. Hätte ich mal nicht so getrunken, ey. Okay, der Arsch kommt wieder. Der Arsch. Der große, dicke Arsch. Da ist er doch. What's wrong? Junge, verpiss dich. Ab wann kann er was sehen? Nein, 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 nein. Er ist rein. Er guckt sich um. Okay. Kommt wieder raus. Geht nach da hinten. Wohin nach da hinten? Rechts, links, rechts, links, links. Ach, fick dich doch, Alter. Also, es kann ja nicht schwer sein, ne? Stattdessen ist es eigentlich einfach, aber man sieht das einfach nicht. Wohin geht's hier lang? Einfach mal gucken. Es ist einfach. Nur man sieht es einfach nicht. Genauso hier, wenn man. Wenn wir hier so runtergehen würden, dann würde er bestimmt die Tür aufbrechen. Hundertprozentig. Okay, wir haben das Dokument. Wir gucken mal. Billys Träume. Billys Träume geht uns am Arsch vorbei. Ach, keine Lust zu lesen. Nach dem Trinken sowieso nicht. Camcorder ist kaputt. Da ist ein Toter. Ja, da hat man uns ja auch versteckt, aber falscher Weg. Dieses Arschloch, ey. Och, ist der schön. Verpiss dich. Raus mit dir. Arschloch. Joa, ich. Ach! Das ist doch hier bei der Empfangshalle. Halleluja! Wo er uns das erste Mal da aus dem Fenster geschmissen hat. Na, Halleluja. Und was passiert hier? Ah, eine weitere Dokument. Also hier können wir schon mal nicht durch. Nur wegen einem Dokument gehen wir hier durch. Gucken wir mal. Vordringen in das
Geisterreich. Übersetzung. Berlin. Berlin, 6. September 1938. 1938. Joa. Kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Wo die Nazis ja nicht sowieso schon Experimente gemacht haben. So, Tür auf. Gucken mal. Es sind jetzt ja. Also, Schlüssel zum Haus Gottes im Krieg. Also, wir müssen zum Kino in den Filmen sehen und dann ist dort die Karte. Drin enthalten. Aber ja, bevor wir das machen, kann ich nur sagen, wir gehen kurz. Was ist hier jetzt? Ein Toter. Es hört sich an wie ein Gasleck. Exit. Na, Halleluja. Ja. Ich würde sagen, das, meine lieben Freunde, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.